Ja, Klatsch, ich starte mit meinem Gesprächspartner, auf den ich mich sehr gefreut habe und wo ich auch immer stolz bin, mit ihm zusammensitzen zu dürfen, nicht weil er einen großen Namen trägt, Professor Peter Brandt, nicht weil er der Sohn des Vaters ist, sondern weil er eigenständig solche großartigen Werke verfasst, Freiheit und Einheit, wo auch immer die Frage der Nation eine der, glaube ich, heute zentralen Diskussionsthemen in ihrer Bewegung, historischen Bewegung, als Historiker aufgegriffen wird. Peter, ich beginne das mal ganz trocken. Wir haben jetzt gerade vorhin getroffen, Konstantin Graf zu Eulenburg, den Urenkel von Grafen zu Eulenburg, der gesagt hat, ich will keinen Krieg mit Russland, ich will keinen Krieg mit Frankreich. Dann wurde er für schwul und blöd erklärt, eingesperrt und hat sein Leben nicht sehr glücklich verbracht. Wir kennen das heute auch mit der Cancel Culture. Gibt es nicht eine ganze lange Linie von Patrioten, die für Frieden und Ausgleich und Abrüstung eingetreten sind? Ja, ich meine, das Charakteristische bei Eulenburg war eben, dass er ja Teil der Elite war. Also auch nicht nur der herrschenden Klasse, sondern auch der aristokratischen Elite und zum Umfeld des Kaisers Wilhelms II. Gehörte. Das war sozusagen der Skandal eigentlich dabei. Es war ja nicht so, dass man sich nicht hätte frei äußern können, aber natürlich, da reagiert man dann immer heftig, wenn gewissermaßen die eigenen Leute abtrünnig werden. Und dafür gibt es eigentlich viele Beispiele durch die Geschichte, dass man immer wieder solche Fälle hat, wo Menschen sich gegen die Klasse oder die Gruppe stellen, die herrschende Gruppe, der sie eigentlich angehören. Und das war schon zu viel, was da von ihm ausging. Ne? Wie konnte es kommen, dass der demagogische Zugriff auf den Begriff Patriot am Ende so gelungen ist, dass man besonders bei den Faschisten das Wort identifiziert hat mit Krieg imperialer und kolonialer Art? Ja. Naja, die Nazis haben nicht so sehr vom Patriotismus gesprochen. Bei ihnen war es vor allem das Volk. Und das Volk war halt gewissermaßen von der Abstammung her als eine ewig geltende Größe, eine Wesenheit, unveränderliche Wesenheit definiert worden, dann noch zusätzlich belastet durch den Rassenbegriff, während ja, es immer eine lange Tradition gibt eines linken Volksbegriffs, der sehr stark die soziale Komponente mit drin hat, nicht? Also das kann man bis in die Antike zurückverfolgen. Man hat das staatsbürgerliche Volk, man hat das ethnische Volk und man hat das soziale Volk, die unteren gegen die oberen. Das ist meistens nicht klar definiert, aber das ist ja das Eigenartige, dass der Volksbegriff, der von allen Gruppierungen der Arbeiterbewegung und überhaupt der fortschrittlichen Bewegung immer sehr stark gemacht wurde, im Ausland immer noch. Avanti Popolo? Aber heute in Deutschland, wer das Wort Volk benutzt, der hat schon fast den Stempel eines Rechtsradikalen. Mhm. Es gibt einen rechtsradikalen Volksbegriff, aber das ist eben die Frage. Also welchen Inhalt will man solchen Kategorien geben? Nicht? Das gilt für Volk, das gilt für Nation. Und im Grunde auch für andere Begriffe wie Demokratie und Freiheit. Das sind eben keine in Stein gemeißelte
sozusagen für alle Ewigkeit stehenden Begriffe, sondern sie werden immer neu ausgehandelt und ausgekämpft auch. Und die unterschiedlichen sozialen und politischen Kräfte haben andere Vorstellungen davon. Also das wäre sozusagen erstmal die Grundaussage. Das ist nicht so, wer ein bestimmtes Wort benutzt, benutzt nicht automatisch einen bestimmten Begriff. Heute gibt es ja die Metapherntheorie, die umgekehrt immer sagt, wenn man ein falsches Wort verwendet, sei es im sexuellen Bereich oder sei es im nationalen Bereich, dann hat man auch gleich den falschen Gedanken mittransportiert. Das ist ja den das ist eigentlich ist ein magisches Denken. Ja, ein also magisches Denken. Denken. Man hat etwas, ich meine, die breiten Bevölkerungsschichten haben nie so besonders politisch korrekt gesprochen. Ja. Das kann man gut oder schlecht finden, aber wenn man das zum Maßstab macht, dann ist man am Ende der Einzige und sein Eigentum. Genau. Ganz recht. Also der Brecht, selten so kokett wie bei der kurzfristigen Empfehlung, statt Volk Bevölkerung zu sagen, das mag ja ganz hilfreich sein, hat dann natürlich auch das Wort Volk verwendet. Er hat zum Beispiel die Hymne gedichtet, die Kinderhymne, wo Volk ja vorkommt. Ja, also so ganz sicher scheint er dadurch nicht gewesen zu sein. Ja, das war auch nur kurzfristig. Ja. Du hast hier in dem wirklich empfehlenswerten Buch, das sind auch zwei Bänden, bei der Edition Bodoni, eine kleine Edition, kann man das sagen? Das ist ein kleiner Verlag. Zu meiner, wenn ich das sagen darf, also ich war ganz überrascht, dass eine Besprechung nicht nur seinerzeit im Neuen Deutschland, sondern auch in der Frankfurter Allgemeinen erschienen ist, relativ ausführlich, ziemlich positiv. Also das hat mich sehr überrascht, weil in der Tat natürlich die Gefahr ist, bei kleinen Verlagen, insbesondere kleinen linken Verlagen, dass das gar nicht erst zur Kenntnis genommen wird und aus der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend rausgenommen wird. Ja, die FAZ ist so konservativ, da brauchten unsere westlichen Geheimdienste gar nicht einzudringen. Aber du hast in diesem Kapitel, in dem ersten Band, der völkische Nationalismus der deutschen Rechten, geschrieben, dass man versucht hat, das Volk wie eine einzige große Familie anzusehen. Das Familiäre liegt uns ja doch als Linke zu einem Teil im Blut. So ganz wollen wir die Familie oder was damit gemeint ist, also die kleine Gruppe, ja nicht ausblenden. Und trotzdem wissen wir, dass die Kritik von Engels am Staat auch die Kritik an der Familie einschließt. Wo ist der Unterschied? Diese Art von Homogenität, die von der Familie auf das Volk transponiert wird, zu der Art, die man vielleicht noch vertreten könnte? Naja, wenn man so will, Rechte im Sinne von Radikalrechte, Volksbegriff, geht davon aus, dass das Volk im Grunde eine überhistorische Einheit ist. Mhm. Und während sowohl die Wissenschaft als auch politisch anders gerichtete Gruppierungen eben betonen würden, dass nicht nur die Nation ein Ergebnis der Geschichte, auch schon die Volksbildung im ethnischen Sinne ist ein historischer Prozess, der viel mehr sozial und kulturell definiert werden muss als abstammungsmäßig. Mhm. Nicht? Also, und das ist gewissermaßen die zentrale Differenz. Man hat ja dann auch diese Gruppierungen haben dem ja dann auch einen eigenen Begriff gegeben, indem sie ihre Richtung als völkisch definiert haben. Nicht einfach als volksverbunden oder wie die Demokraten, Volksfreunde nannten die sich oder so, sondern als völkisch das
gilt im weiteren Sinne eigentlich für alle rechtsradikalen Bestrebungen des 20. Jahrhunderts, in Deutschland zumindest, aber auch in anderen Ländern. Was aber, um es nochmal zu wiederholen, nicht bedeutet, dass jede Bezugnahme auf das Volk in diese Richtung geht, zum Teil ganz konträr zu sehen ist. Und gut, also diese beiden Bände sind ja, bestehen ja aus Beiträgen, die in den letzten Jahrzehnten, ja eigentlich schon den letzten 4 Jahrzehnten entstanden sind, zur Geschichte der deutschen National- und Freiheitsbewegung seit dem späten 18. Jahrhundert und auch einige konzeptionelle Beiträge. Ich wollte das nur noch mal erwähnen. Also es sind natürlich in eine ganze Reihe von empirisch-historischen Beiträgen auch dabei, wo das gewiss unterfüttert wird, nicht? Also das ist ein bewusst ein Buch oder zwei Bücher auch mit einer politischen Absicht, gewissermaßen im Grenzbereich von Wissenschaft und politischer Zielsetzung, nicht? So könnte man das sagen. Ja. Wenn man die Vielfalt in der Einheit als eine Komponente der demokratischen Volksauffassung nehme, also in sexuellen Fragen Vielfalt, in kulturellen Fragen Vielfalt, dann freut man sich über Menschen, die aus Griechenland kommen, aus der Türkei kommen, aus Afrika kommen, sprechen besser Hessisch als ich und kennen sich das sowieso bestens aus. Ohne dass wir schon Englisch miteinander geredet haben. Genau. Dann Hessisch. Sprechen besser Hessisch als ich, so meine ich. Ja, okay. Und sind tief in der Materie, wenn wir über Goethe und Brecht reden. Ja. Aber haben eben auch ihre multikulturelle Herkunft oder multinationale Herkunft, dann wäre das ein gewisser Störfaktor, die AfD als faschistische oder rechte Partei einzuordnen. Alice Weidel verkörpert ein Stück sexueller Vielfalt. Eine Reihe von ihren Bundestagsabgeordneten haben dunkle Hautfarbe. Also so ohne weiteres könnte man diesen rassistischen Vorbehalt dort nicht. Ich glaube, die einfach aus Gründen der Entwicklung der Gesellschaften, das gilt nicht nur für Deutschland, vertritt man dort keinen Blutsmaterialismus mehr. Ja. Also gewissermaßen, da wird jetzt nicht das hohe Lied der blonden, blauäugigen gesungen, sondern es ist dann eher die Vorstellung einer ethnischen Gemeinschaft, die sich auch, was eine Annäherung an die Realität ist, die sich auch verändert, also im biologischen Sinn. Nicht? Ja. Also das ist ja so, nur dass diese Prozesse früher sehr viel langsamer gegangen sind. Im Übrigen ist es auch ein Irrtum, der oft gemacht wird in der öffentlichen Debatte darüber. Ethnisch ist nicht automatisch rassisch, nicht? Oder rassistisch. Also, sondern? Also eine ethnische Gemeinschaft ist etwas, was entsteht und ein Lebenszusammenhang hat. Mhm. Hat schon mit Abstammung zu tun, aber nicht im rassischen Sinne. Und das ist nicht identisch. Also es gab ja in der Nazizeit, also dann im Zweiten Weltkrieg, vor allem bei Himmler, gab es ja diese Vorstellung, die das empirisch vorhandene deutsche Volk ist eigentlich kein rein rassiges Volk. Was ja nun ganz offensichtlich ist, sofern es sowas überhaupt gibt, rein rassig. Das heißt also, die Rassen, die im engeren Sinne Rassen,
Theoretiker wie ein gewisser Günther, die haben herausgefunden oder meinten herauszufinden, dass es, dass das mehrere Rassebestandteile hat. Und da gab es dann eins, die nordische Rasse, das war dann das edelste. Und da gab es die fälische Rasse, die war dann nicht ganz so edel, aber fast. Das war so Typ Hindenburg. Und die anderen waren so in Bayern, so dinarisch und so weiter. Und die Superrassisten, die hatten tatsächlich die Vorstellung, dass man das im Laufe der Zeit einigen. Die biologische Zusammensetzung ändern müsste. Ja. Nicht? Also wenn man es also streng nimmt, kann man sagen, in der Logik des Gedankens, also ob das jemals realistisch gewesen wäre, ging die Tendenz dahin, sozusagen aus fremden Völkern die guten Rassebestandteile umzufolgen. Daher kommt dieser Begriff. Und umgekehrt die schlechten Rasseteile, also nicht umzubringen, aber sozusagen nach und nach auszuscheiden. Und das ist natürlich ein Konzept, was gewissermaßen nicht nur die Nation als Selbstbestimmungsgemeinschaft, sondern auch sogar im ethnischen Sinne bedrohte. Bei Hitler gab es ja diese merkwürdige Vorstellung, am gefährlichsten sind die schlechtrassig, nee, umgekehrt, die gutrassig Schlechtgesinnten. Weil die Idee war, diese minderwertigen Rassen, vor allem im Osten, die waren gar nicht imstande, etwas anderes als ein Knechtsdasein zu führen. Ja. Das heißt also, dass die überhaupt politisch irgendwas erreichten, war nur möglich, indem sich sozusagen eigentlich nordische Menschen dann an die Spitze gesetzt haben. Und das waren sozusagen die gutrassig Schlechtgesinnten. Und die waren am allergefährlichsten, weil die natürlich aufgrund, also ich meine, das wird jetzt etwas grotesk, aber man muss diese Logik mal begreifen, um zu verstehen, wie, das war jetzt speziell Himmler seine SS und die engeren Rassentheoretiker. Wahrscheinlich hätte Göring sich da auch drüber lustig gemacht, aber der berühmte Satz, wer Jude ist, bestimme ich. Aber das jetzt mehr nebenbei. Also wir waren ja ausgegangen von dem Punkt, der entscheidende Unterschied ist, ob man traditionell, das weicht jetzt auf, auch bei den Rechten, ob man die Vorstellung von einer überhistorischen Einheit hat oder ob man sowohl die Nationsbildung, aber auch schon die Bildung, die Ethnogenese, wie man in der Wissenschaft sagt, dass das ein gesellschaftlicher Prozess ist. Das ist eben heute diese reine ethnozentrische Vorstellung im ursprünglichen Sinne, das lässt sich halt nicht aufgrund der Realität nicht aufrechterhalten. Und eine Gruppe wie die AfD ist ganz froh, wenn sie da auch mal einen aufstellen können, der ganz offensichtlich dann nicht sozusagen schon seit 50 Generationen die Stereotype erfüllt. Ja, genau. Ich habe früher, als ich noch mehr Kabarett gemacht habe, immer Hitler zitiert mit der deutsche Knabe sei rank und schlank wie Göring, flink wie Goebbels und blond wie ich selbst. Ja, das war ja der Witz im Dritten Reich. Genau. Ich meine, das ist ja nicht sehr schwer, diesen ganzen Käse durch den Kakao zu ziehen. Ja, und ist heute wahrscheinlich nicht mehr nötig. Aber das gibt natürlich nach wie vor sehr viel Begriffsverwirrung, also auf allen Seiten. Und das, was also wenig begriffen wird oder bekannt ist, besser gesagt, bei jüngeren Leuten, also Leute, die deutlich jünger sind als wir, sagen wir mal, die müssen gar nicht unbedingt sehr jung sein, die
da ist nicht mehr bekannt, dass das auch noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg sich die politischen Kräfte, also auch der Linken, sozusagen in die Tradition einer Bezugnahme auf Volk und Nation gestellt haben. Einer sehr spezifischen. Glanzmannschaften und, ja. Also ich dachte jetzt eher an sozusagen die SED und die Sozialdemokratie der 50er und auch noch der 60er Jahre mit einem ganz spezifischen Verständnis, aber einer Anknüpfung. Natürlich hat sich Gesellschaft auch verändert seitdem, und du hast ja schon zu Recht darauf hingewiesen, die ganze Problematik der Zuwanderung schafft eine neue Realität. Also da kann man nicht dran vorbeigehen, dass damit auch man diese Thematik und Begrifflichkeit neu reflektieren muss. Also das würde ich sofort einräumen. Also als ich deinen Vater kennenlernen durfte, du hast natürlich da mehr Glück, und dann natürlich in meiner SDS geprägten Schnippigkeit ihm dann irgendwas gegen die Burschenschaften sagte, und sagt er, machen Sie mir die Burschenschaft nicht so schlecht. Genau. Die Burschenschaften haben eine demokratische Tradition. Ja, also es ist lange vorbei. Das war im unmittelbaren Anschluss an die antinapoleonischen Kriege, war das eine Reformbewegung in doppelter Hinsicht. Erstens eine Bewegung zur Reform des akademischen Daseins der Studenten, also eigentlich gegen diese besinnungslose Sauftradition und auch das Fechten nur um sozusagen sich zu beweisen oder so. Also man hat zwar gefochten, die meisten von ihnen, aber das wurde streng reguliert, und man wollte statt der Landsmannschaften, der ständischen Landsmannschaften, noch mal eine große deutsche Vereinigung schaffen. Mhm. Das war die Allgemeine Deutsche Burschenschaft. Der zweite wichtige Faktor, man trat für eine freiheitliche Entwicklung Deutschlands, also sowohl in Hinsicht auf das Verfassungsleben als auch im Hinblick auf die Einigung Deutschlands. Das war noch ziemlich vage, aber bei einigen Gruppen ging das also bis zu radikaldemokratischen Positionen. Und das hat sich dann relativ schnell nach der Revolution von 1848-49 nicht auf einen Schlag, aber in den zwei Jahrzehnten danach sind die Burschenschaft im Grunde zu einer schlagenden Verbindung, wie es andere auch gibt, nur dass sie nicht so vornehm waren wie die Kurs. Ja. Also wer sozusagen nicht ganz so viel Knete hatte von zu Hause, der ging dann nicht zu den Kurs, sondern zu den Burschenschaften, dann gab es noch andere Verbindungen. Also das war dann ein Typus von Verbindungen, unter anderem mit einigen Spezifika, sogar in der Weimarer Zeit dann relativ früh aufgeschlossen für antirepublikanisch, völkisches Opposition gegen die Weimarer Republik. Also die ruhmreichen Zeiten in unserem Sinne liegen weit zurück, aber es ist völlig unbestritten, wird auch nicht ernsthaft bestritten. Man kann natürlich, man findet in dieser frühen Phase aus der Problematik des antinapoleonischen Befreiungskampfes, findet man schon xenophobe Tendenzen,
Es gibt am Anfang auch, was dann seit den 20er Jahren zurück, also revidiert wird auch, gibt es am Anfang auch eine judenfeindliche Tendenz, die ist nicht rassistisch, sondern kulturell begründet. Auch weil die Juden ja an Napoleon sehr hängen. Ja, das hat damit zu tun, dass Napoleon die Judenemanzipation vorangetrieben hat und dass dann sozusagen aus naheliegenden Gründen auch viele Juden pro-napoleonisch waren. Ja. Das Verhältnis der napoleonischen Revolution von außen, wenn man das so nennen kann, und der antinapoleonischen Kriege, der Unabhängigkeitskriege, könnte man sagen, ist eben ein dialektisches. Nicht? Also das war eine Reaktion auf die repressiven Züge des napoleonischen Hegemonialsystems und zielte nicht, jedenfalls bei den Gruppen, die wir jetzt im Auge haben, zielte nicht auf die Wiederherstellung der alten Verhältnisse. Ich will mal versuchen, was man eigentlich als Gesprächspartner und Frager nicht sollte, dir etwas in den Mund zu legen. Ja, ich kann ja widersprechen. Nach meiner Sicht gibt es drei Arten des Umgangs, drei Grundarten des Umgangs mit der Nation, die alle drei sehr sauber gegeneinander abgezirkelt sein sollten. Das ist die Nation, die entsteht durch eine geglückte Nationenbildung zu einem Teil von unten. Also die Grande Nation, die französische Nation, ist durch die französische Revolution entstanden. Napoleon hat mit dem Code Civil nichts Schlechtes produziert. Wir profitieren heute noch. In gewisser Weise auch der Vollender der französischen Revolution. Genau. Im doppelten Sinn des Wortes. Ja. Und ich glaube, er hat da schon dazu beigetragen, dass wir heute sowas wie eine Gewaltenteilung haben und nicht mehr der Absolutismus der alten Könige oder anderer Kasten, jedenfalls auf dem Papier steht. Das ist die Entwicklung, und Bloch hat ja irgendwann mal auf die Frage, warum die Franzosen so viel freier und frecher sind als wir Deutschen, gesagt, ja, sie haben den Kopf eines Königs rollen gesehen. Und das ist, glaube ich, eine ganz hinreichende Begründung. Also den Kopf der Deutschen Bank haben wir noch nicht rollen gesehen. Und den Kopf von Jeff Bezos erst recht noch nicht. Ja. Der zweite Nation ist die Nation, die genau nicht diese glückliche Entwicklung oder halbwegs glückliche Entwicklung hatte, eigentlich gescheitert ist als Nationenbildung, dann von oben kam, wie die Deutsche, wo Bismarck ja nicht nur die Sozialgesetzgebung von oben dekretierte, um die Sozialdemokratie auszuhebeln, sondern im Paket mit den Sozialistengesetzen, die es von oben dekretierte, aus der dann ein Nationalismus entsteht, der bei einem so reichen Land wie Deutschland fatal und furchtbar wirken kann. Und dann gibt es den Nationalismus der armen Völker, sagen wir mal ein gewisser Nationalismus, der auch in Bolivien da ist oder so, der aber mehr eine Trotzreaktion gegen die USA ist, und den man, glaube ich, mit mildernden Umständen betrachten kann. Könnte man das so einteilen? Ja, das könnte man. Also ich will jetzt gar keine Gruppierung dagegen setzen, sondern nur darauf hinweisen, der Irrtum fängt da an, wo man meint, insofern nur an einer Stelle Widerspruch, man kann es eben nicht ganz sauber trennen, denn es gibt Übergangsformen und es gibt auch immer Weggabelungen. Also ich meine, der antiimperialistische Nationalismus der armen Völker und insbesondere des Südens steht ja noch in der besonderen Problematik, dass
beispielsweise in Afrika, aber nicht nur da, Grenzen sozusagen willkürlich gezogen worden einfach so sind. Nicht? Also da, ja. Das heißt, da ist dann noch zusätzlich dieses Problem der Einigung dessen. Aber das ist schon richtig. Also man kann sagen, das ist in erster Linie ein antiimperialistischer Trotzimpuls. Trotz Nationalismus. Wir sind jetzt mal einig, dass wir in diesem Sinne Nationalismus wertfrei benutzen jetzt. Ne? Nicht, wie es üblich umgangssprachlich benutzt wird. Würde ich so ähnlich sehen. Am französischen Beispiel, das ist ja so ein klassisches Beispiel, nicht? Da, wobei es die Revolutionäre insofern leichter hatten, es gab schon den französischen Staat. Ja. Und sie hatten nicht das Problem, was sich in Deutschland 1848 stellte, dass man das noch irgendwie zusammenbringen musste, sondern es war konzentriert in Paris. Aber auch da würde ich dann sagen, man darf sich das nicht jetzt irgendwie idyllisch sowieso nicht, aber auch nicht übersehen, dass das Ganze auch ziemlich brutal war. Mhm. Also nicht, also wie dann beispielsweise gegen die Vendée vorgegangen wurde oder so, das war also schon, und auch da gab es schon von diesem, nennen wir ihn ruhig mal, diesem progressiven Nationalismus, auch da gab es dann schon national antagonistische und hegemonistische Vorstellungen, sehr früh. Trotzdem ist die Unterscheidung ja zweckmäßig. Mhm. Und im deutschen Fall würde ich sagen, insofern ist der Hinweis auf Bismarck nicht verkehrt, denn lange Zeit war nicht klar, welchen Weg Deutschland geht. Mhm. Nicht? Also wird man doch so etwas Ähnliches, also einen deutschen liberalen oder gar demokratischen, das hat man im 19. Jahrhundert stärker unterschieden als heute, Nationalstaat gründen, wollen wir jetzt nicht in den verschiedenen Etappen durchgehen, aber das hat nicht funktioniert und trotzdem ist in die Entwicklung natürlich immer auch was anderes eingegangen. Also es war eben nicht nur ohne die bürgerliche Nationalbewegung hätte Bismarck gar nicht so weit kommen können. Nicht? Das Problem war, seine innenpolitischen Widersacher, die haben ihm das einfach nicht zugetraut, dass er diese Einigung Deutschlands zustande bringen könnte. Ja. Und um nochmal was draufzusetzen, das ist völlig richtig, dieser Staat war repressiv konstruiert gegen nationale Minderheiten, gegen die Arbeiterbewegung, anfangs auch gegen die katholische Kirche und die Katholiken. Aber Bismarck konnte eben nicht die Sozialistengesetze dekretieren, sondern er brauchte eine Parlamentsmehrheit. Ja. Und weil es am Ende keine Mehrheit mehr gab, hörten sie auf. Genau. Damit hörte Bismarck auch auf. Ja. Das hing dann noch mit anderen Sachen zusammen. Ja. Aber also man darf sich das Kaiserreich nicht vorstellen wie ein so ein Absolutismus oder so. Dieser Trotzimpuls des Nationalismus, jetzt nur als kulturelle Mechanik, könnte er bei Russland nach dem Zerfall der Sowjetunion auch in dem jetzigen Krieg eine Rolle spielen? Ja, auf jeden Fall. Wir beobachten ja im ganzen ehemaligen sowjetischen Machtbereich, dass nachdem die Ideologie des, nennen wir ihn, Realsozialismus an
Glaubwürdigkeit verloren hatte, nationalistische Strömungen, und zwar im umgangssprachlichen Sinn, wieder verstärkt zum Vorschein gekommen sind. Also das ist ein Phänomen, was wir überall beobachten. Ich meine, die Regierungsparteien in Polen und Ungarn stehen wahrscheinlich, wenn man mal einen gewagten Vergleich machen würde, der AfD näher als der CDU-CSU jetzt in ihrem geistigen Zuschnitt. Das sind keine faschistischen Regimes, aber man kann das schon, wie die Politologen sagen, defizitäre Demokratien. Also das kann man schon sagen, nicht? Und das gibt es in verstärktem Maß in Russland. Es wäre ja ganz unrealistisch anzunehmen, dieses Land ist zurückgeworfen auf Grenzen des 17. Jahrhunderts. Grosso modo. Und dass das nicht in der Elite, wie auch im Volk, Reaktionen hervorruft, die haben uns, ne, die, der Westen, die haben uns an der Nase rumgeführt. Ne, und wir müssen das zurück, versuchen irgendwie zurückzubekommen, unseren Status wieder zurückzubekommen. Das scheint mir völlig eindeutig zu sein. Also es ist wohl auch so, jetzt, ich bin kein Russland-Experte, aber es gibt halt auch nicht so viel ideologischen Stoff, den die Putin und seine Partei überhaupt anzubieten haben. Nicht? Das ist eine Machterhaltungsmaschine und das ist also für mich überhaupt keine Frage. Die Frage ist, kriegt man es irgendwie kooperabel? Genau, kooperabel, sehr schön, ja. Ja, also die Frage könnte ja den Eindruck nahelegen oder das ganze Gespräch, die Nation ist ja etwas rein Menschenhirngebautes. Ja. Sie ist ja nicht einfach aus dem Boden gewachsen, dass man sagt. Es ist eine Konstruktion. Also wer jetzt besonders gerne Sauerkraut isst, ist eben Deutscher, und wer Zuckerrohr isst, ist Kubaner, sondern da sind Traditionen, die sich anders herleiten, und die haben mit Ökonomie zu tun. Und du hast ja auch mehrfach Rudolf Hilferding zitiert, den großen Stichwortgeber für Lenins Imperialismustheorie. Das hat auch Lenin immer zugegeben, dass er bei ihm viel abgeschrieben hat. Es gab ja auch Gutes abzuschreiben in seinem Buch Das Finanzkapital. Kautsky stand ja auch nicht mehr hoch im Kurs, obwohl er eine wichtige Rolle ganz recht gespielt hat. Ja. Du weist eigentlich relativ früh darauf hin, wie ökonomische Dinge, wir können gleich auch nochmal über den Versailler Vertrag sprechen, die Nation beeinträchtigt und eine etwas demokratischere, gereiftere Form der Nation beeinträchtigt. Also hier auf Seite 163, die Zeit zwischen 1807 und 1812 in Frankreich und dem Deutschland linksrheinisch, was die Freihandelszölle anbetrifft und die Fertigwaren anbetrifft. Also man kommt mit deinem Buch auch auf solche kleinen Finessen, dass die Ökonomie doch auch mit diesem Überbauphänomen der reinen geistigen Konstruktion der Nation in Zusammenhang steht. Ist das bei dir zu einer gewissen Systematik gekommen? Hast du, als du das Buch geschrieben hast, nach sowas Ausschau gehalten? Ist das dir sozusagen familiär im intellektuellen Blut, dass du die Ökonomie immer rückkoppelst, auch mit den Entwicklungen von Gesetz und Welt? Ja, also ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass ich in meiner geistigen Entwicklung stark vom Marxismus beeinflusst bin. Und es ist ganz offensichtlich, dass ohne diesen Faktor man die historische Entwicklung nicht vernünftig erklären kann.
Das ist nur halt, man muss dann sehr ins Detail reingehen. Mhm. Nicht? Also es ist nicht so einfach, dass man sagt, also da eine Gruppe von Großkapitalisten hat sich das überlegt und dann wird es durchgeführt oder so. So simpel ist es nicht, aber das Scheitern der Weimarer Republik ist ohne eine Umorientierung der ökonomisch herrschenden Klasse nicht zu erklären. Das ist, wenn man so will, es ist halt das Zusammenspiel einer eigenständig entstandenen rechtsextremen Massenbewegung mit der schon parallel laufenden Absicht oder dem Bestreben immer größerer Teile der ökonomisch herrschenden Klasse, das zu verschieben. Die haben am Anfang noch nicht die Vorstellung, dass sie eine faschistische Diktatur wollen. Die wollen eine autoritäre Verschiebung. Mhm. Und dann probieren sie alles. Die Gewerkschaften schwächen die linken Parteien irgendwie. Ja, ja, genau. Also der Punkt ist der, dass ja diese Weimarer Republik hatte, bei allem, was man jetzt kritisch sagen kann und muss, hatte einen gewissermaßen fast institutionalisierten, starken Einfluss der Sozialdemokratie, ja, auch wenn sie nicht in der Regierung war, und der Gewerkschaften oder in Kombination. Und das machte vieles auch schwierig. Nicht? Mhm. Also etwa eine Krise einfach auf Kosten dann der Arbeiter zu überwinden. Und darum ging es eigentlich. Es ging darum, in dieser Republik den nicht nur die Kommunisten möglichst auch zu illegalisieren, jedenfalls auszuschalten, sondern auch die reformerische Arbeiterbewegung als Faktor zu eliminieren. Mhm. Und ja, das kann man beobachten, wie das in den Jahren 1929, 30 bis 33 in verschiedenen Etappen, nicht nach einem Generalstabsplan, aber durch Machtverschiebungen und der ständigen Suche nach einem Weg und diese, was ja bei uns auch zu wenig gesehen wird, das, was zustande kam am 30. Januar 1933 als sogenannte Machtergreifung, eigentlich war es eine Machtübertragung, das war gedacht als Koalitionsregierung, nicht? Also die, der traditionell herrschende Block hatte die Vorstellung, wir sind ein gleichberechtigter Partner. Mhm. Das hat sich auf der politischen Ebene ja dann nicht lange gehalten. Mhm. Natürlich gesellschaftlich blieb die herrschende Klasse die herrschende Klasse, aber das war die Vorstellung, also die Idee, bis hin zu solchen überdrehten Ideen wie der von dem Vizekanzler Papen, wir werden Hitler an die Wand drücken, dass er quietscht, nicht? Also ja, da gequietscht hat jemand anders dann. Ja, wenn du jetzt sag mal, im Umgang mit dem Versailler Vertrag die Linke betrachtest, hat sie schnell genug die Opposition gegen den Versailler Vertrag angetreten, in dem Wissen, das könnte ihnen auch ausgelegt werden, als Nichtanerkennung des Ergebnisses des Ersten Weltkrieges? Ja, also Sozialdemokratie und Kommunisten nehmen wir mal. Ja, also die KPD hat das war gegen den Versailler Vertrag. Das war halt die leninische Position, imperialistischer Raubfrieden und so weiter, so ungefähr das Gleiche wie der Frieden von Brest-Litovsk, jetzt nur gegen Deutschland. Das war die leninische Vorstellung. Und für die Kommunisten, die saßen aber nicht im Parlament. Also zu dem Zeitpunkt. Insofern standen sie auch nicht vor der Frage, wie sie ab die USPD, die ja zum Zeitpunkt der Abstimmung auf, also eine expandierende linkssozialistische Massenpartei war, aber noch im Parlament noch relativ klein, war, und zwar in Übereinstimmung
der beiden Flügel, also eher zum Kommunismus tendierenden und dann, sagen wir mal, linksreformistischen Flügel, Hilferding, Breitscheid und so weiter. In Übereinstimmung waren sie relativ früh der Meinung, wir müssen dem Vertrag zustimmen. Aber ohne inhaltlich einverstanden zu sein. Also auch die haben deutlich gesagt, das ist ein imperialistischer Frieden, nur wir wollen jetzt nicht sozusagen nochmal diesen Konflikt nochmal erneuern, ne? Diesen nationalen Konflikt, der womöglich, das war ja die Drohung der Alliierten, dann den Krieg wieder aufzunehmen. Und was also die Sozialdemokratie und die bürgerliche Mitte betrifft, haben die ja auch erstmal gesagt, das ist nicht akzeptabel. Mhm. Und inhaltlich haben sie das auch durchgehalten, aber haben dann an einem bestimmten Punkt gemeint, uns bleibt die Alternative wäre tatsächlich der Einmarsch der Alliierten und es gibt entweder gibt's ein Gemetzel oder wir lassen es einfach geschehen und wer weiß, also was dann für ein Frieden kommt. Es gab dann nochmal eine Diskussion in der Sozialdemokratie gegen Ende der Weimarer Republik, als nämlich die Frage der Reparationen nochmal aufkam. Man hatte dann eine Regelung gefunden, also keine Ablösung der Reparationen, aber eine Regelung, wie das überhaupt vor sich gehen könnte über lange Zeiträume. Und das haben zu Recht die Sozialdemokraten und die Mittelparteien haben das als einen relativen Fortschritt bewertet. Und da war noch mal die Diskussion, betonen wir nicht zu sehr den relativen Fortschritt gegenüber dem Grundcharakter eigentlich dieser Friedensordnung. Mhm. Und ich meine, dass wir müssen ja heute nicht das nochmal durchspielen, als wären wir Zeitgenossen, aber das war natürlich war das ein Problem, dieser Versailler Friedensvertrag, weil die Rechten schoben alles auf den Versailler Frieden, also einschließlich der Inflation, wir sind so Dolchstoßlegende. Ja, natürlich, die Dolchstoßlegende, das war ja das Perfideste, also die Vorstellung, die revolutionäre Erhebung. Hätte Versailles erzwungen, quasi. Ja, genau, man hat dem im widerstehenden deutschen Heer den Dolch in den Rücken gestoßen und dann daraufhin. Kam dann so etwas zustande, und dass man die Republik mit Versailles einfach identifiziert hat, das spielte schon eine Rolle. Aber man muss auch sagen, in der mittleren Phase der Republik, also der relativen Konsolidierungsphase, war es nicht so brisant, ne? Also es war nicht, dass es in allen Phasen die gleiche Rolle spielte, und es gab ja schon einige greifbare Fortschritte auch durch die zweite durch die Verständigungs-, ja. Verständigungspolitik, nicht? Und ist jetzt natürlich Spekulation, was wäre gewesen, wenn. Es spricht sehr viel dafür, dass ohne die Weltwirtschaftskrise oder mit einem anderen Umgang mit der Weltwirtschaftskrise Weimar überlebt hätten können. Die Republik vermutlich, also wir wissen es ja nicht, länger halten können. Aber sagen wir mal so, und das betrifft eben auch die Außenpolitik. Also da waren Fortschritte, und schon vor Hitler im Lauf der 30er Jahre in den verschiedenen Ländern ist eben dieses internationale System ins Rutschen schon gekommen. Mhm. Nicht? Also da Japan war ein Faktor im Fernen Osten, aber
auch in Europa funktionierte das alles nicht mehr so, wie es mal angedacht war und einige Jahre halbwegs funktioniert hat. Ich meine, nicht nur Versailles wurde ja als Raubfrieden, sondern auch eben Brest-Litowsk, das hast du ja zitiert. Und Lenin ist ja da ähnlich umgegangen. Er sagte zwar, es ist ein Raubfrieden, aber als Trotzki ihm dann sagte, wir setzen den Krieg fort, wir akzeptieren das nicht, hat er ihn mit aller Radikalität, diese Autorität hatte Lenin, sowohl gegenüber Stalin, als auch gegenüber Trotzki, als auch gegenüber Bukharin, der konnte die auch zusammenhalten, was manche linken Führer heute so nicht können, sofort abgerufen und hat gesagt, wir machen den. Ich will nicht recht haben, aber die Position von Trotzki war noch eine andere. Er sagte nämlich weder Krieg noch Frieden. Und da hat Lenin gesagt, das läuft da aufs Gleiche, also das ist ja völlig abwegig. Wenn zum Krieg kommt. Müssen wir jetzt ja nicht nachvollziehen, aber in der Tat war das eine ganz brisante Situation und Russland war tatsächlich auf dem Wege, zu so einer deutschen Halbkolonie zu werden, nicht? Unter bolschewistischer Regierung, wenn nicht Deutschland dann zusammengebrochen wäre militärisch. Also das war auch ein gewagtes Spiel, Lenin da gemacht hat. Aber Trotzki wäre noch gewagt. Irgendwie. Das will ich gar nicht. Trotzki hat das dann ja auch zugegeben. Wie gesagt, wir müssen das nicht im Maßstab 1:1 nachvollziehen, aber ich will da nur darauf hinweisen, es ging für die Sowjetunion relativ gut aus, weil Deutschland dann militärisch zusammengebrochen ist. Ne? Womit Lenin übrigens gerechnet hat. Und das war natürlich auch das Kalkül. Also, von Lenin, der war das Kalkül, die werden nicht in dem Maße jetzt... entweder alliierter Sieg oder... geschwächtes Deutschland. Ökonomisch. Es war ja tatsächlich die Vorstellung einer buchstäblichen Weltrevolution nicht? Die auch übrigens weit verbreitet war. Also auch jetzt nicht nur bei der äußersten Linken oder da alles ins Rutschen kommt, war weit verbreitet. Ich meine, das, was ich hier gemacht habe in diesen beiden Bänden, ist ja keine zusammenfassende Darstellung, also keine geschlossene Darstellung, sondern das sind Einzelbeiträge, die diesen und jenen Aspekt dann besonders versuchen herauszuarbeiten. Und unter anderem gibt es eben auch einen Beitrag, der unter diesen Gesichtspunkten, die wir besprochen haben, die sozialdemokratische Außenpolitik beleuchtet, der SPD-Außenpolitik in der Weimarer Republik. Ja. Also ich kann das Buch nur empfehlen, es ist sehr spannend zu lesen, es ist wirklich wie kleine Geschichten und es fügt sich dann in ein Gesamtmosaik zusammen und deswegen zum Abschluss vielleicht mit einem Ausblick. Jetzt soll Julian Assange, komme gleich zu einem anderen Thema, ich nehme das nur als Metapher, als Einstieg, und damit es nicht einmal zu wenig gesagt wird, nach den USA überstellt werden. Das haben viele gesagt, ist mit dem Brexit logisch vorgezeichnet, dass Boris Johnson jetzt mit den USA ein engeres Bündnis schmiedet und da ist dann eines der Blutopfer der schwerkranke Aufklärer Julian Assange. Und du hast ja auch dich engagiert für dessen Freiheit und viele andere, auch Yoko Ono, wie ich gestern gehört habe, von dem Vater von Julian Assange und seinem Bruder und auch der Sohn von John Lennon sind dabei und so. Jetzt habe ich hier bei dir gefunden, im zweiten Band, wobei ich mich heißt nicht Freiheit und Nation, sondern Freiheit und Einheit, aber das kannst du gleich nochmal vielleicht erklären, dass du geschrieben hast, also
schon damals im 19. Jahrhundert und auch Anfang des 20. Jahrhunderts zeigt sich, dass England und den USA in einer monopolistischen Konkurrenz, das wäre ja im Grunde Hilferding, du beziehst dich auf sein Buch Realistischer Pazifismus, nicht aus einer monopolistischen Konkurrenz eine kriegerische Konkurrenz schließen lassen, sondern ein relativ homogenes. Das ist zwar jetzt ziemlich scheiße für Julian Assange und auch für uns, aber wie wäre dein Ausblick für eine multipolare Weltentwicklung oder, wenn wir es ein bisschen kleiner machen, Europaentwicklung angesichts des Krieges, angesichts der antichinesischen Hetze, die in unseren Medien betrieben wird, von der antirussischen ganz zu schweigen und der sich alle High-Value-Journalisten offensichtlich in diesem Land verschrieben haben, mit geringsten Ausnahmen. Wie wäre deine Perspektive, wie kann diese Welt Freiheit, Einheit, Nationenbildung als eine Chance neu begreifen? Auf die kaum gestellte, halb unterdrückte Frage nur kurz zu sagen, Freiheit und Einheit ist im Grunde ein Zitat. Also das war eine Parole, die im 19. Jahrhundert gängig war, oft auch in der umgekehrten Einheit und Freiheit, ja, meinte aber das Gleiche. Also es war jetzt nicht, dass das eine gegen das andere stand. Und das ist einfach der Grund, deswegen auch in Anführungszeichen gesetzt. Aber das war nicht die Frage, sondern, ja, also erstmal kann man ja negativ sagen, wenn es nicht gelingt, zu einem kooperativen Verhältnis zwischen den großen Mächten der Welt zu kommen, dann ist ja völlig unabsehbar, wie wir die, ich sage jetzt mal etwas pathetisch, die Krise der Menschheit, also sowohl was die nun immer realer werdende große Kriegsgefahr, als auch die ganze ökologische Problematik, wie das gelöst werden. Auch den Terrorismus, den Islamismus. Auch das, also, und das Schädliche, was, es gibt viel Schädliches, aber was bei uns ja jetzt ganz up to date ist, dass man wieder eine ideologische Trennung macht in der Welt, ne, zwischen der Welt der Freiheit und der Demokratie und dem Autoritarismus oder sogar, dass man es noch schärfer... Schurkenstaaten. Ja, wie auch immer. Ne? Und das, also das ist nicht, erstmal ist es, sind solche ideologischen Feindbilder immer schädlich, aber dazu kommt hier noch besonders, dass es ja innerhalb dessen, was man von mir aus als die liberal-kapitalistische, repräsentativ-demokratische Welt bezeichnen kann, nebenbei, ich muss ja dir nicht erklären, also natürlich auch viele Verbündete, die nun überhaupt nicht in diese Kategorie gehören, auf der anderen Seite, und das, was man als autoritäre Systeme bezeichnen könnte, in sich stark differenziert sind. Also es ist ja nicht so, dass diese Linie überhaupt passt. Und Erdogan und ganz davon abgesehen, ganz davon abgesehen, dass man fragen muss, wie kann man denn in beiden Bereichen emanzipatorische Bestrebungen fördern? Wir haben ja unsere Erfahrung vom alten Kalten Krieg, nicht? Wo also in beiden Sphären im Grunde demokratisch-sozialistische Bestrebungen nicht zum Tragen kamen. Ich denke jetzt an die Hochphase des Kalten Krieges, und schon die Entspannung im Lauf der 60er Jahre hat schon mehr Spielraum gegeben. Nicht? Und das ist sozusagen meine Vorstellung, dass wir ohnehin ja nicht, wir würden ja nicht nochmal
selbst wenn es angestrebt wird, man kommt ja nicht nochmal zu einer Blockbildung wie in den 50er, 60er Jahren. Das heißt, im schlimmsten Fall haben wir Zustände unter Bedingungen der Atombewaffnung und der ökologischen Problematik, die eher an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg erinnern, nicht? Wo wir eine größere Zahl von Mächten haben, die dann miteinander konkurrieren. Wer jetzt ökonomistisch denkt, also in dem Fall tatsächlich auch eine kritischen Seitenhieb gegen Trotzki, der meinte in den 20er Jahren, der kommende Krieg wird zwischen Großbritannien und USA sein. Ja. Ne? Einfach zwei, der eine ist absteigend, der andere, England war die Supermacht des 19. Jahrhunderts, die USA werden die Supermacht des 20. Jahrhunderts, das muss doch kollidieren. Mhm. Ja, aber so einfach ist es nicht. Da hat der Hilferding das schon realistischer gesehen. Also da spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Aber meine, ich denke, Großbritannien hat ja sich dem europäischen Verbund immer mit Vorbehalt angeschlossen. Und es war nie richtig dabei. Das kann man ja gut oder schlecht finden. Nur es war immer die Vorstellung, wir haben diese Special Relationship mit den USA und man wollte in der EU sein, aber nur so halb. Mhm. Und dann kann man die Frage stellen, ob es denn so schädlich ist, dass sie rausgegangen sind, die Briten. Die Frage ist in der Tat, ob dieses Europa, das nun nicht die beste aller Welten ist, die man sich vorstellen kann, aber ein gewisses Zivilisationsmodell entwickelt hat. Meinst du jetzt Europa oder EU? Ich meine jetzt die EU-Europa. Also. Danke für die Präzisierung, dass dieses EU-Europa, und das ist eine Frage des politischen Ringens, nicht der Selbstläufigkeit, mit den gewissermaßen, also den drei Faktoren Rechtsstaatlichkeit mit aller Problematik, Sozialstaat, politische Demokratie und Sozialstaatlichkeit. Das ist eben ein spezielles, auch durch Kampf entstandenes Natürlich. Zivilisationsmodell. Und das lohnt sich schon zu verteidigen unter den heutigen Umständen der Welt und denke ich, das wäre etwas Konstruktives. Also, und meine These ist, wir werden auf absehbare, eigentlich ist es offensichtlich, aber es wird teilweise anders gesehen, wir werden auf absehbare Zeit keinen Bundesstaat Europa haben, so wie die USA auf dieser Ebene, Verfassungsebene. Aber es ist eigentlich schon mehr als ein klassischer Staatenbund, ein Bund unabhängiger Staaten. Das heißt, es ist irgendwas dazwischen. Und meine für manche paradox klingende These ist, dass dieses Europa nur funktionieren wird auf der Basis von relativ stabilen Nationalstaaten. Also das heißt, ich sehe das gar nicht als Widerspruch. Es ist ein historisches Novum, weil es keinen eindeutigen Hegemonen gibt in dem Ganzen. Natürlich ist immer Deutschland in der Gefahr, in Anführungszeichen, Frankreich für so ein Semi-Hegemon zu werden. Das muss dann auch politisch thematisiert und ausbalanciert werden. Aber so in diese Richtung würde ich denken, nur mal nebenbei gesagt, also auch in dem ältesten Verfassungsstaat, nämlich wenn wir jetzt mal Großbritannien als Sonderfall dabei lassen, weil es ja bis heute keine Verfassung in dem Sinne gibt, die USA, auch da war lange nicht klar, ob eigentlich die Union oder die Einzelstaaten die entscheidende Macht sind. Letzten Endes hat es erst der Bürgerkrieg entschieden, aber das nur nebenbei. Aber wichtig ist mir noch darauf hinzuweisen, weil ich das europäische Zivilisationsmodell benannt hatte, da gibt es eben auch ein von den USA abweichendes Demokratie- und Menschenrechtsverständnis. Ja. Also das ist von wegen der Wertegemeinschaft. Ja, ja, also, ja. Das ist alles etwas komplizierter. Und das wird jetzt in
In der Litanei, die wir jetzt täglich zu hören, zu lesen haben, wird das alles, diese ganzen Probleme, diese ganze Problematik, das wird alles glatt gehobelt. Und wenn man etwas verschleiern will, weil man etwas verschleiern will, also an Aufklärung ist wieder mal viel zu leisten. Mir bleibt Peter Brandt herzlich zu danken für dieses Gespräch. Mir bleibt dieses wunderbar zweibändige Buch Freiheit und Einheit in Edition Bodoni herausgebracht. Untertitel Beiträge zu den deutschen Freiheits- und Einheitsbestrebungen während des langen 19. Jahrhunderts und Untertitel Beiträge zu Fortschritt und Reaktion in Deutschland während des 20. Jahrhunderts, das Nationale und das Universale ausdrücklich zum Kauf und zum Lesen zu empfehlen. Mir bleibt ein letztes, sollte irgendein Kobold oder wie die heißen, Bots oder sonst wie demnächst schreiben, er hätte hier Ansätze für Querfront entdeckt. Es ist Volksfront, nicht Querfront. Dankeschön.